Das Schnegerland im Taschentuch. Erste Geschichte. Wisst ihr, wo das Schnegerland ist? Es ist im Kreuzmichel sein Hosenzug. Genauer gesagt in seinem Taschentuch. Ja, gewiss war er, das ganz klar haben oder auch nicht. Manchmal, wenn scheiß Wetter ist, tut der Kreuzmichel sein Taschentuch im Garten ausbreiten. Immer nur mal und nur mal, bis das ganze Schnecherland Banane ist. Kriegst mit, hat er mich gefragt, mach mir einen Ausflug ins Schnecherland eine. Da war ich gleich dabei. Ein kleiner Satz und schon waren wir drin gestanden. Alle zwei, mitten drin im Schnecherland. In Eicher war gerade eine Hochzeit. Der Kaiser hat geheiert. Das war er jetzt. So viel Volk im Ranona hat man gauen erd zählen können, so viel Volk. Und alle haben geschrien und gejubelt, heil, heil dem Kaiser. Ja, das war er. Das ist ganz klar, oder nicht? Und offen ist er mit seinem prächtigen Pfarr durch die Menge geritten. Unser Braut, die Adela von Vohburg, war auch dabei, in der Senften. Die war genauso prächtig dazu, die Braut, wie das Pfarr. Offen ist ein goldener Bulle durch die Stot drin geworden. Ein goldener Bulle, und alle Leute haben an dem goldenen Fell geschleckt, bis das ganze Gold angeschleckt war. Dann war er bloß nur ein brauner Bummel, der Bulle. Auf Kulm, mein Mann noch gehen, zu einem Wallfahrten, hat der Kreuzmichel gesagt. Wir sind aber nicht weit gekommen. Schon am Wohltrand haben uns die Kulmer Reiber überfallen. Ich habe sie gleich erkannt, wo der Hoberer Hans oder Konersbiel Walter vom Nachbarblock in unserer Straußen. Ja, gewiss war er, das kennst du klar haben, oder auch nicht. Von wo kennst denn ihr daher, habe ich gefragt. Da sahen sie ganz furchtbar erschrocken, die zwei, weil ich sie da kennt habe. Verraut's uns nicht, hat der Hoberer Hans gebetet. Verraut's uns nicht, ich bin der Geheimkönig von Schnecherland, hat er gesagt. Und hat tatsächlich eine kleine Krone auf dem Kopf gehabt. Und der Konersbiel Walter ist mein Finanzminister, hat er gesagt. Im Schnecherland gibt's nämlich keine Steuern, müsst's wissen. Deshalb mein wir auf die Weise zu unserem Geld kommen. Indirekte Steuern, versteht's? Naja, jetzt habe ich endlich verstanden, warum der gestinkert Hoberhans aus absuffener Vetter so einen aufwendigen Lebenswandel gehabt hat. Ist ja, Bauer, das kind's glauben oder nicht? Auf den Schreck hin sind wir gleich im Kajer wieder zurück auf Kiesberg zu. Stirngrei sind sie grad mit dem Skinagel im Teich immer dem gefahren und haben einen Mau ausfischen wollen. Eine Nacht war er noch am Himmel, haben sie gesagt. Und jetzt ist er weg. Er muss in den Teich eingefallen sein, haben sie gesagt. Und haben mit ihren langen Bohnenstangen im Wasser immer gerät. Haben aber nichts gefunden, bloß ein paar frisch aufgescheicht. Wir haben auch nur gern das Brunnerbeberl in Franzensbad besucht und zugeschaut, wie im Soos die böhmischen Granaten explodieren. Aber dann hat's zum Ringer angefangen, und alleweil nur mehr und mehr, da haben wir uns ehrlich auf dem Heimweg gemacht. Batschnos sind wir wieder angekommen im Schrebergarten von Kreuzmichel. Der Michel hat das Schnecherland erst einmal richtig auswinden mein, dann hat er es über die Wäscheleine gekickt. Ja, ist gewiss wahr. Das kennt's glauben oder nicht. Später hat Sawai, die Kreuzmichling, das nasse Tuch auf der Leine entdeckt. Was hat sie geschrien?
Du laufst alleweil mit so einem dreckigen Taschentuch immer da runter, hat sie geschrien, dass du nicht schamst. Gleich hat sie das Taschentuch genommen und hat sie in die Waschmaschine eingestopft und hat das ganze Schnegerland ausgewaschen. Wofür hat sie es auch noch gebügelt und hat alle Gebirge glatt gebügelt. Ein Düllenberg, wo ein Kaiser wohnt, wo das Duppauer Gebirge und zuletzt ein Keilberg, wo das ganze Erzgebirge. Über die Seen ist sie auch drüber gefahren, über den Wandrebstausee, über den Irchersee, über den Kisbecher Kruendeich. Mei, das hat zischt. Jetzt hat der Kreuzmichl ein sauberes Taschentuch und mir haben kein Schnecherland mehr. Das ja, gewiss war, das kennst du glauben oder nicht. Und wenn sie es nicht glaubt, ist es wahr. Und wenn sie es glaubt, ist es nicht wahr. Und das kennst du auch glauben oder auch nicht.